Hi zusammen, heute geht es mal wieder ums Chippen. Dass wir jetzt nicht immer nur langes Spiel machen, sondern dass ihr auch mal wieder ein bisschen mehr Input in eurem kurzen Spiel bekommt, habe ich mir gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ihr das Chippen auch noch ein bisschen besser üben könnt. Ja, es ist jetzt nichts Technisches groß, sondern tatsächlich so mal mehr Variationen. Wie werdet ihr eigentlich vom Gefühl her besser im kurzen Spiel? Und prinzipiell schließt dieses Video auch tatsächlich an das Chip-Video zusammen mit der Elisabeth Estel vom letzten Jahr an. Weil die Liesel hat damals schon gesagt, dass alle ja immer mit ihren Wedges dastehen und sofort immer diesen Lobshot oder diese hohen Chips machen wollen und natürlich auch somit auch immer den schwierigsten Schlag provozieren, den es eigentlich immer gibt. Diese drei Variationen von flach, mittel, hoch, ist der hohe, was beziehungsweise immer mit den Wedges passieren muss, ja auch immer das Schwierigste. Mein Appell beziehungsweise mein Tipp für euch, überlegt mal in eurem Bag, ihr habt bestimmt Hölzer, aber vielleicht die meisten haben jetzt auch schon Hybriden. Nehmt euch mal eine Position, wo ihr sagt, okay, vorm Bunker wäre jetzt vielleicht suboptimal, aber dass ihr sagt, okay, das wäre jetzt eigentlich schon so ein Chip, wie ihr den hier auch habt. Hier müsst ihr eigentlich erstmal über irgendwas drüber und dann ein bisschen rollen, sodass ihr sagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal vom super flachen mit jedem Schläger immer mehr Richtung Wedge. Also ich habe jetzt hier mal meinen Rescue 3. Ich habe kein 5er Holz, ich habe einen 3er Rescue. Und mit diesem 3er Rescue versuche ich jetzt einfach mal ein Gefühl zu entwickeln, was muss ich machen, dass der Ball jetzt dahin geht. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ich jetzt hier was relativ Ebenes habe. Aber ich habe hier auch ziemlich unruhiges Gras. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Und jetzt halt versuche ich einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja? So, jetzt habe ich da mal mit dem 3er Rescue das gemacht. Dann würde ich natürlich als nächsten Schläger mein 6er Eisen oder beziehungsweise die anderen Rescues natürlich auch noch nehmen. Aber jetzt nehme ich mal ein Eisen 6 und jetzt probiere ich mal, wie kriege ich jetzt da so mein Gefühl dafür, Ballposition rechts für Rollen, dass ich jetzt mal mit dem 6er Eisen das mache. Genau, und so entwickle ich so ein bisschen das Gefühl. Dann gehe ich jetzt mal zum, was habe ich jetzt hier? Zum Sima-Eisen. Also ihr seht relativ schnell, um was es jetzt eigentlich geht, so mal ein bisschen ein Gefühl zu entwickeln. Genau, und ihr seht, wie wenig ich eigentlich ausholen muss. Jetzt nehme ich mal ein Pitching-Wedge. Danach kommen natürlich die 8, die 9. Jetzt nehme ich mal ein Pitching-Wedge. So, jetzt geht die Ballposition, bleibt immer noch ein bisschen, beziehungsweise der Schlag wird jetzt ein bisschen anders. Jetzt muss er ein bisschen mehr fliegen. Jetzt muss er mal anfangen grün. Schade, jetzt hat er den Ball getroffen, aber es macht nichts. So, und ihr werdet es gleich merken, jetzt gehe ich mal in mein Gap-Wedge. So, und jetzt habe ich schon mal ein Wedge. Jetzt möchte ich ja definitiv mehr Flug als Rollverhalten. Jetzt muss ich ihn ja aufs Grün spielen. So, und jetzt wird es natürlich schwieriger, weil ich jetzt dem Schläger immer ein bisschen mehr Speed geben muss. Jetzt nehme ich mal das, was die meisten dann machen, entweder ein Sun-Wedge oder ein Lob-Wedge. So, und auf einmal habe ich jetzt hier einen Schläger, der muss jetzt weit ins Grün fliegen und dann wenig rollen. So, seht selber, ich tue mir da gleich mal ein bisschen schwer damit, nachdem ich jetzt diese Chip-and-Runs erstmal gemacht habe. So, weit fliegen. So, der war ganz gut. Ja, und die meisten werden jetzt sagen, ja, natürlich, der muss natürlich auch reingehen. Aber prinzipiell ist die Bewegung mit einem Lobwedge für so einen Chip immer schwieriger, weil ich weiter ausholen muss und mehr Kontrolle und auch Gefühl haben muss. Die Übung für euch ist jetzt habt ihr mir ein bisschen zugeschaut, geht doch einfach mal von den Hölzern bzw. Rescues über die langen Eisen nach unten zu den Wedges und dann geht ihr wieder nach oben. Dass ihr mal so ein bisschen ein Gefühl bekommt, was braucht ihr eigentlich, beziehungsweise wenn es jetzt dann im Sommer wieder richtig, richtig trocken wird, der Boden wird hart, ihr kommt mit den Wedges überhaupt nicht mehr so gut klar, da spricht überhaupt nichts dagegen, sowas mal mit einem Rescue zu machen. Wenn ich euch natürlich auf den Platz schicke und euch zum ersten Mal ein Rescue in die Hand drücke oder ein 6er Eisen, dann kommt ihr natürlich nicht klar, das müsst ihr schon üben. Aber prinzipiell mein Appell an euch,
so ein Chip müsste an sich mit jedem Schläger, mit dem Driver ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber so auch mit den Hölzern sollte so ein Chip auf jeden Fall machbar sein. Und ich verspreche euch, ihr kriegt ein bisschen mehr Gefühl, ein bisschen mehr Touch für eure ganzen Schläger. Was braucht ihr? Braucht ihr wirklich schon einen Wedge oder könnt ihr das auch mit einem längeren Schläger machen? Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Üben und falls ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, natürlich gerne her damit, ich freue mich immer. Wenn ihr wollt, folgt ihr mir auch gerne mal auf Instagram, da gibt es auch immer wieder neue Sachen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bis bald. Ciao.